Und damit herzlich willkommen zu Stellaris, oder besser gesagt Siedlaris, denn dieses Mal werden wir noch keine Alienvölker zur galaktischen Vorherrschaft führen, sondern ich habe diverse Völker aus Siedler 3, also was heißt diverse, ich habe alle Völker aus Siedler 3 und 4 versucht hier nachzustellen und will jetzt einfach mal gucken, was damit passiert. Also wir haben das Römische Imperium, das war ein bisschen lustig, weil ich hatte natürlich die Wahl zwischen Römische Republik und Römisches Reich, ist nicht ganz das gleiche. Habe ich dann aber für das Römische Reich entschieden. Also wir haben einen Kaiser und sowas. Dann haben wir oben die Wikinger. Fanatisch, militaristisch, spiritualistisch, Kriegerkultur natürlich. Und ich habe mal angesehen, eine Admiralität genommen, weil ich dachte, das passt. Ägypter als göttliches Reich mit imperialem Kult, weil die ja früher geglaubt haben, dass die Pharaonen direkt von den Göttern abstammen, und Philosophenkönig, weil es auch irgendwie passend ist. Die Asiaten waren ein bisschen schwierig, weil in Siedler 3 nicht so wirklich klar wird, ob das jetzt, mir war es zumindest nicht klar. Wahrscheinlich ist es klar, wenn man sich mit der Kultur auskennt. Aber ich war mir halt nicht sicher, ob das jetzt Chinesen sein sollten oder Japaner oder halt, ich weiß nicht, wann sich, ob wie sehr sich die Kulturen im Laufe der Jahrhunderte auch vielleicht gemischt und wieder getrennt haben. Das wird lustig, weil die Asiaten unter anderem hier innere Perfektion haben. Das heißt, die haben ziemlich wenig Diplomatie, aber haben dadurch halt ein paar Boosts. Aber sie spielen halt ziemlich isolationistisch, und zumindest seit 2.2 kann man dieses Staatselement auch nicht mehr während des Spiels entfernen. Was ein bisschen komisch ist, weil nur weil ein Staat isolationistisch anfängt, muss das ja nicht über Jahrhunderte hinweg bleiben. Also China hat sich ja auch irgendwann geöffnet. Da haben wir noch die Mayas, also auch mit imperialer Kult und mit Handelsgilden, weil das auch ziemlich begabte Händler waren wohl. Die Trojaner habe ich hier mal als Technokratie angesetzt. Und die Amazonen waren besonders schwierig, da es sie nie gegeben hat. Deshalb haben sie auch hier Samen des Lebens, das heißt, sie starten auf einer Gaia-Welt, können aber halt nichts anderes kolonisieren, beziehungsweise mit 2.2 geht das zwar schon, glaube ich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, es geht schon, aber eben mit den entsprechenden Strafen. Und ganz unten, das war das erste Siedlervolk, das ich erstellt habe, das dunkle Volk natürlich. Dementsprechend haben die auch hier eine kleine Biografie von mir. Und das sind barbarische Plünderer, das heißt, die haben auch ziemlich wenig Diplomatie, können aber, und das ist ja eigentlich ziemlich ähnlich zum dunklen Volk im Spiel, also im Originalsiedler, die können sich die Bevölkerung von anderen Reichen holen. Dafür können sie sogar extra den Krieg erklären. Die haben extra, Moment, wo steht es? Bombardierungshaltung Überfall. Man muss dazu sagen, ich spiele sonst nicht das Spiel auf Deutsch. Doch, hat Kriegsgrund Plünderung. Aber wir spielen dieses Mal mit dem Römischen Reich. Ich finde, das passt eigentlich, weil auch die Römer ja so ziemlich das Standardvolk sind. Das heißt, wir haben angesehen Admiralität, weil römische Feldherren meistens danach auch Politiker wurden. Halsabschneiderpolitik. Ich sag nur, auch du, mein Sohn Brutus. Autoritär natürlich, militaristisch, definitiv. Materialistisch passt zwar irgendwo, finde ich schon. Andererseits ist materialistisch in Stellaris, heißt das auch irgendwo, dass Religion abgelehnt wird. Und das war bei den Römern definitiv nicht so. Wir haben Start mit einer 400-Sterne-Galaxie, weil eine 200-Sterne-Galaxie keine 8 Völker enthalten kann. Mit einer Spirale, also 2 Arme. 4 Arme gehen bei dieser Größe leider nicht. 7 KI-Reiche, keine KIs mit Startvorteilen, keine Gefallenen-Reiche, keine Marodeur-Reiche. Das heißt, wir haben kein richtiges Midgame oder Endgame. Strich- und Traditionskosten auf 75%. Auch das Endgame habe ich jeweils, beziehungsweise Endgame und Midgame habe ich jeweils um 25 Jahre nach vorne geschoben. Damit, weil ich möchte, dass dieses Spiel nicht mega lange dauert. Da dieses Spiel auch in erster Linie. Also ich habe 2 Absichten mit diesem Spiel eigentlich. Erkläre ich gleich. Bewohnbare Welten lasse ich auf einfach. Primitive Zivilisation machen wir aus, weil wir möchten keine Aliens. Wir werden ein Alien-Volk definitiv drin haben, weil man das leider nicht ausschalten kann. Aber das ist nicht der Weltuntergang. Die werden nicht viel machen. Siegesjahr 2500 ist mir ziemlich egal. Schwierigkeit, das wird lustig. Ich habe es jetzt auf Kapitän gestellt. Das ist, glaube ich, die zweiteinfachste. Ich spiele aber auch mit ein paar Mods, darunter Galerius AI. Und theoretisch, ich weiß nicht, wie weit der Modder damit ist, aber sein Ziel ist es, dass man selbst auf der einfachsten Schwierigkeit zumindest die KI kompetent spielt mit dem, was sie hat. Ich meine, keine KI wird je so spielen wie ein Mensch, aber sie kann sich ja wenigstens halbwegs geschickt anstellen.
Deshalb, das könnte richtig nach hinten losgehen. Skalierte Schwierigkeit machen wir aus. Karriereaggressivität habe ich extra mal auf hoch gestellt, weil ich möchte, dass es auch gut zu Kriegen kommt. Reißplatzierung Zufall, Fortschrittsschilderbahn aus. Hyperraumrouten lassen wir so, wie es ist. Verlassene Sterntore auch. Wurmloch, also Wurmlöcher, finde ich, sollten schon ziemlich selten sein, damit sie auch einen Wert haben. Garantierte bewohnbare Welten hassen wir auf 2. Und Iron Man Modus benutze ich für solche Videos nicht. Ich habe, ich meine, Achievements kann ich wegen der Mods sowieso nicht bekommen. Aber bei solchen Videoreihen wäre es mir auch einfach zu gefährlich, dass die Save-File corrupted wird und dann praktisch alles verloren ist. Save-Scum werde ich natürlich trotzdem nicht. So, das brauchen wir nicht. Das ist so ein Standardtext. Wow, Crisis Manager, ja, werde ich... Beziehungsweise, Moment, nein, ich mache das jetzt. Eine Sekunde. So, was ihr da gerade gesehen habt, war der Crisis Manager. Den habe ich installiert, weil ich finde, dass von den Endgame-Krisen... Ich wollte nicht komplett auf eine verzichten, weil sonst haben wir gar kein Endgame. Es kann ja auch kein Krieg im Himmel stattfinden. Aber ich fand, von den Endgame-Krisen passt nur eine. Deshalb habe ich jetzt alle anderen deaktiviert. Und dazu brauchte ich halt, wo ist es? Dazu brauchte ich halt auch das Mod-Menü. Wow, das hat sogar eine deutsche Übersetzung. Aber auch halt nur das Mod-Menü selber, nicht der Crisis Manager. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir brauchen Physikforschung. Das können wir hier nicht machen. Monatliche Einigkeit ist gut. Beziehungsweise ist warmer gut, aber das ist... Ja, es ist das Beste, was wir hier haben. Und... Was nehmen wir? Baugeschwindigkeit Korvette und Baukosten Korvetten, weil damit werden wir vorerst arbeiten. Und das ist unsere Galaxie. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir sind irgendwo ganz unten. Dann können wir auch mal, also mal dazu gesagt, ich richte halt diese Serie in erster Linie an, an Siedler-Spieler, die vielleicht meine Siedler-Videos kennen, und denen möchte ich auch erstmal einfach mal dieses Spiel zeigen. Daher werde ich das Spiel halt auch etwas mehr erklären. Und es ist halt auch auf der anderen Seite ein Test für meine zukünftigen Stellaris-Serien, die ich hoffentlich, vielleicht, irgendwann machen möchte. Dafür habe ich auch schon diverse Reiche erstellt und eine Menge Worldbuilding betrieben. Dazu aber später mehr. Wir haben jetzt, wir können nicht einfach hier in die neuen anderen Systeme rein, sondern müssen erstmal ein Wissenschaftsschiff hinschicken. Der Unterschied zwischen System aufdecken und System erkunden ist, dass System erkunden heißt, das guckt sich auch wirklich alle Planeten an und alle Asteroiden und Monde und guckt, was es für Rohstoffe da gibt. Und System aufdecken ist einfach nur, es fliegt durch. So, wir haben schon ein Wissenschaftsschiff, aber das ist definitiv zu wenig. Das erste, was wir in 2.2 machen, ist ein neues Forschungsschiff bauen. Wir haben noch nicht genug Energie für einen neuen Wissenschaftler, aber das ist nicht schlimm. Wir können damit ein paar Monate warten. Was wir aber machen sollten, ist... Oh, haben wir? Haben wir? Tatsache, wir haben einen Kaiser, in dem Fall Kaiser Augustus, mit Weltraumbergbau. Das heißt, die Bergbaustationen sind billiger. Das ist am Anfang eigentlich mit einer der besten Sachen, die wir haben können. So, wie haben wir Rom? Das müssen wir ändern. So, ich hab's noch. Ich habe extra die Namen der Völker auf Deutsch umgestellt, damit das nicht komplett komisch wirkt. Aber ich habe das vergessen, das Gleiche für die Hauptstädte zu tun. Ist aber nicht schlimm. So, das sieht soweit gut aus. Aber wir können mal hier starten. Wir brauchen definitiv mehr Bewohner. Bewohner sind das Wichtigste seit 2.2. Da kann man eigentlich gar nicht mehr genug von haben. Vorher hatte man einfach immer... Das heißt, man hatte nicht immer genug, aber es war irgendwann nicht mehr so wichtig. Sternbasis hat ihre Baureihe beendet. Okay. Anführer zugezahlt. Kriegen wir einen? Nein, wir brauchen 200. Anspruchsvoll. Dauert über ein Jahr. Bringt uns nichts. Also das war gerade eine Anomalie. Aber die hätte zu lange gedauert, die zu erforschen. Deshalb lassen wir die erstmal links liegen. Wir haben hier eine kontinentale Welt, die wir vielleicht kolonisieren könnten. Genau, der erkundet jetzt die ganzen Planeten. Eine geschmolzene Welt. Okay, die können wir schon mal nicht kolonisieren. Und die scheint auch keine Rohstoffe zu haben.
So, jetzt haben wir genug Energie. Wir nehmen mal anpassungsfähig. Und was wäre denn der geschickteste Kurs? Hier, der ist ganz alleine. Den sollten wir auf jeden Fall erkunden. Und dann würde ich sagen, wir gehen in die Richtung. Und am besten bauen wir auch direkt noch eins. Entdeckung von Alienleben. Wahrscheinlich sind wir nicht alleine hier draußen. Ja, das ist so eine Standardgeschichte, die lese ich jetzt nicht vor. Es ist einfach nur, wir haben Bakterien gefunden. Es muss außerirdisches Leben geben. Lustig wird es, wenn man gar keine Aliens in der Galaxie hat. Sondern dann bleibt es nämlich wirklich dabei. Und dann kommt auch irgendwann so eine Meldung von wegen, es gibt keine Aliens in dieser Galaxie. Das ist irgendwie komisch. So, die hier ist bewohnbar 80%. Früher war es, glaube ich, so, ich glaube, man brauchte 20% Bewohnbarkeit, damit man überhaupt kolonisieren kann. Ich glaube, jetzt ist es inzwischen egal. Aber wenn die Bewohnbarkeit halt unter 100% ist, brauchen die Bewohner halt mehr Dienstleistungen, mehr Konsumgüter und mehr Essen. Deshalb muss man sich das schon überlegen. Andererseits finde ich diese Strafen auch nicht so heftig. Construction complete. So, Forschungsstation kannst du auch bauen. Wir haben natürlich jetzt am Anfang zu wenig von allem. Trügerischer Riese. Was wir einen abnormal kleinen Gasriesen gehalten hatten, ist in Wirklichkeit keiner. Unter einer trügerischen Staubschicht in der oberen Atmosphäre befindet sich ein regulärer Planet. Ein karger Planet, aber trotzdem ein Planet. Für die astronomische Gesellschaft auf Rom war das ziemlich peinlich. Ach ja, genau, die Wissenschaftler haben auch alle römische Namen, weil es tatsächlich eine römische Namensliste für, also in Stellaris gibt. Das heißt, die konnte ich einfach nehmen. Ich hätte auch, also für die anderen Völker muss ich irgendwelche nehmen. Ich glaube, fürs dunkle Volk, genau, fürs dunkle Volk habe ich die von Schwarmintelligenzen genommen, auch wenn es keine Schwarmintelligenz in dem Fall ist. Was auch ein bisschen komisch ist, das ist noch ein bisschen suboptimal. Andererseits hatte das dunkle Volk in Siedler 4 die wirklichen Namen. Also selbst den Namen für den Herrscher habe ich aus meiner Kampagne Dark Mirror entnommen und selbst da fällt er nicht. Ich habe mir dann nur irgendwie gedacht, wenn praktisch der Spieler in dem Fall mit einem Namen angesprochen wäre, wäre er das. Und den habe ich halt hier als Titel genommen. So, wir können jetzt jedenfalls unsere erste Tradition wählen und am Anfang, also im Moment ist Meta halt entweder Entdeckung oder Ausbreitung. Und ich würde eigentlich sogar sagen, obwohl, hä? 10% Forschungsgeschwindigkeit wäre an sich auch cool, aber andererseits mehr Koloniegeschwindigkeit, zusätzliche Distrikte, Kursationsfieber, das ist eigentlich alles ziemlich gut. Komm, wir nehmen das. So, was gibt's denn hier im Mutstran-System? 180, ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Finde mal raus, was da los ist. Wir haben immer noch zu wenig Energie. Obwohl, kann ich vielleicht ein paar Legierungen verkaufen? Ja, kann ich. Das reicht sogar. Wir nehmen einfach irgendeinen und der kann dann in der Richtung erkunden. Also unter 2 Forschungsschiffe ist definitiv zu wenig. Eigentlich sogar 3, manche sagen, also viele machen sogar 4. Wobei ich 4 eigentlich übertrieben finde. Kommt eigentlich oft auch ein bisschen auf die Galaxie an, aber obwohl hier, also ich finde, hier reichen erstmal 3. So, wir haben, wie sieht's mit der Bevölkerung aus? Wir brauchen noch ein paar Monate, bis wir eine neue Bevölkerungseinheit haben. Kontaktbericht Überreste. Intelligentes Leben verhöhnt uns offen mit zur Schau gestellter Abwesenheit. Alles klar. Daran ist mal irgendwie so gar nichts bemerkenswert. Das Nifra-System ist vollständig erforscht worden. Genau, noch so eine Sache. Dieses Sonnensystem heißt zwar Sol, aber das habe ich so genannt. Also es gibt zwar das Sol-System auch, also unser Sonnensystem halt auch als Startposition. Das Problem ist, wenn man nicht, also wenn mehrere Völker eine Startposition
besetzen, kann nur eine von ihnen erscheinen, auch wenn man sie gezwungenermaßen spawnen lässt. Und deshalb hatte ich dadurch halt erstmal ein paar Probleme, da musste ich erstmal alle umstellen. Also selbst zufälliges Einsternsystem ist im Moment wohl durch einen Bug, das kann nur ein Volk haben. Das ist ziemlich komisch. Ich glaube, das dunkle Volk hat es noch, weil es mir da ziemlich wichtig war, aber ansonsten kann es sein, dass die anderen Völker jetzt in binären oder trinären Sternsystemen starten. Ist aber jetzt auch kein Weltuntergang. Wir können unsere erste Sternenbasis bauen, jetzt wo dieses System erforscht ist. Danach könnten wir auch... Huch, was ist denn hier los? Ach, das ist, weil das der Gasriese war. Und danach könnten wir auch diese Welt kolonisieren, aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. System charted. Das System hat gut Mineralien. Energie-Credits eher weniger. Und ein bisschen Gesellschaftsforschung. Soll mir recht sein. Ich nehme einfach am Anfang alles, was ich kriegen kann. Genau, und was die Namenslisten angeht. Construction complete. Ich hatte sogar für eins meiner Völker mal angefangen, eine zu schreiben. Das Problem ist, das zählt als Mod die Achievements disabled und bei Steam sind die Achievements dann doch relativ wichtig. Die dauert mir definitiv zu lange, die lässt erstmal so, wie sie ist. Neue Kolonie mit Gewinn in einem zusätzlichen Einwohner. Ich würde erstmal sagen, Einfluss kosten Sternenbasen, weil Einfluss am Anfang... Situation log updated. Wir haben noch keine Fraktionen. Deswegen ist Einfluss im Moment ein bisschen Mangelware. Forschungsgelder könnte was bringen. Informationsquarantäne, Anziehung, Regierungsethik. Nein, muss nicht sein. Ethikwechsel sind sowieso eine Nummer für sich. Braucht auch zum Glück kaum jemand. Wüstenwelt und eine tote Welt. Anomaly found. Wo ist denn die... Welche von denen ist tot? Das ist die Wüstenwelt. Okay, das ist eine tote Welt. Das heißt, hier ist irgendwo... Hier ist irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Aber das dunkle Volk würde sich da wohlfühlen. Die starten nämlich auf einer. Die können deshalb auch so ziemlich alles kolonisieren. Das ist da, glaube ich, im Moment ein Bug, aber ich habe sie auch sehr anpassungsfähig gemacht. Erkundung nach bewohnbaren Welten. Ja, das ist eine lobenswerte Initiative. Situation log updated. Das sollten wir definitiv tun. Und was wir vielleicht mal gerade machen sollten, Schiffsdesigner. Das sollten wir vielleicht jetzt schon mal machen. Designs automatisch generieren, lasst es. Das ist keine gute Idee. Da kommt nichts Gutes bei rum. Das sieht aber soweit gut aus. Ich meine, wirklich Alternativen haben wir noch nicht. Cassius. Cassius-Klasse. Okay, lass ich einfach so. Anomaly found. Gravitationsquetschung. Die Erkundung des Asteroiden durch die RES Anax Demander. Wird vorübergehend ausgesetzt, als eine Sonde eine umherziehende Gravitationsanomalie gerät. Ach, in eine umherziehende Gravitationsanomalie gerät. Die Sonde kann auch einige Daten übertragen, bevor sie von den Extremkräften brutal zerquetscht wird. Kräfte, die sich kurz darauf komplett auflösen. Wenigstens hat sich niemand verletzt. Das ist eine tropische Welt, aber eine große Welt. Atmosphärisches Aphrodisiakum, alles klar. Also, wenn man auf dieser Welt lebt, dann ist man direkt high. Das ist, ja, die Eventkette ist ein Spaß. Anomaly found. Okay, das hier sieht schon mal gut aus. Das heißt, in der Richtung sollten wir vielleicht uns ausbreiten, damit wir... Apropos Ausbreitung, wir brauchen definitiv noch ein Konstruktionsschiff. Und gibt es hier irgendwas Sinnvolles? Construction complete. Hier gibt es ein bisschen was von allem. 4, 9, Construction 15. Complete. Ja, wir könnten hier eine reine Distriktwelt machen. Nifra Primed, genau. Wir sind bei Warframe, Nifra Primed. Wie nennen wir die Kolonie denn mal? Irgendwas Römisches. Komm, war das nicht die Straße, die nach Rom führt oder sowas? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Lateinunterricht ist bei mir zu lange her, abgesehen davon, dass ich da Latein gehasst habe und Geschichte. Da ging es irgendwann halt wirklich um Hitler und Ersten Weltkrieg und Moderne und dann wieder um Hitler, aber Antike war, glaube ich, irgendwie siebte Klasse oder so.
Ist also auch wieder ewig her. Und ich glaube, Römisches Reich haben wir in Geschichte gar nicht so wirklich durchgenommen, fällt mir gerade ein. So, das System schnappen wir uns. Das ist gut. Technology secured. Was ist mit der Richtung? Das ist... Boah, 10 Energie und 11 Mineralien. Okay, wir brauchen das. We need this. Neue Kolonien gewinnen. Beginnen mit einem Bewohner zusätzlich. Das ist schon mal gut. 42 Jahre und 3 Tage. Eine genauere Untersuchung des Trümmerfeldes rund um Arus hat zur Entdeckung einer luftdichten Kapsel geführt, die eine Atomuhr enthält, die Zeit mit einer beispiellosen Präzision misst. Sie hat eine Messunsicherheit, die so niedrig ist, dass es weitere 879 Millionen Jahre dauern würde, bevor sie eine einzige Sekunde erreicht. Außerdem scheint sie auf ein Datum von 32 Jahren und 3 Tagen herunterzuzählen. Die Kapsel enthält keinen Hinweis darauf, was dieses Datum zu deuten hat oder wer es hinterlassen hat. Es scheint aber, als ob jemand da draußen die Zeit vergessen hat. Es ist eine Bombe, zerstört sie. Nein, wir behalten sie im Auge. Das Event kann zwar jetzt auch schief gehen seit dem neuesten Patch, also wir spielen auf Beta-Patch 225, aber das ist mir egal. Technology secured. Wir haben auch schon definitiv... Wir haben einen kleinen Überschuss an Mineralien. Mineralien sind bei weitem nicht mehr so wichtig, wie sie vor 2 waren. Legierungen sind viel wichtiger und da scheitert es eher an der Fähigkeit, die Mineralien zu verarbeiten, als daran, dass man die Mineralien hat. Alpha-Aliens. Über Alienschiffe wo? Moment, ist das... Ja, das könnten das die Wikinger sein? Ich werde die nicht untersuchen, weil das eine Verschwendung von Forschung ist. Die werden irgendwann uns... Also bei anderen Zivilisationen, die erforschen irgendwann euch und dann ist es auch egal. Macht euch nicht die Mühe, weil das hält nur eure übrige Forschung auf. So, du kannst einmal mit dir das System schnappen. Obwohl, nein, wir expandieren lieber in die Richtung, weil hier müssen wir vielleicht bald dicht machen. Wie sieht's hier aus? Wir haben 2. Okay, die 2 siedeln wir aber um. Auf die neue Kolonie. Die erste Römerkolonie. Unser Kolonieschiff landete sanft an der Mündung eines großen Flussdeltas auf einem von mehreren großen Kontinenten auf Via Appia. Diese bewaldete Region mit mäßigem Klima stellt einen idealen Startort dar. Ich dachte erst, das wäre bewaldete. Also, ich hätte es der deutschen Übersetzung zugetraut. Das Schiff wurde zum permanenten Verwaltungshauptquartier der neuen Siedlung umgebaut. Wir sind gerade dabei, seinen Reaktorkern zu entfernen, der die Kolonie vorübergehend mit Energie versorgen soll. Immer mehr Kolonisten verlassen das Schiff in großen Zahlen, weshalb nun um den riesigen Rumpf des ehemaligen Raumschiffs hunderte kleiner Zelte und Fertighäuser wie Pilze aus dem Boden schießen. Die erste Römerstadt auf einer fremden Welt. Ein großer Tag für das Imperium Romanum. Boah, ich bin mal gespannt. Gibt's hier noch mehr? Star System charted. Nee, aber 15 Mineralien sind gut. So, die siedeln wir aber um. Die 2 Arbeitslosen hier. Damit diese Kolonie hier schneller wächst. Weil, das sieht man jetzt hier noch nicht, aber solange dieser Schiffsrumpf nicht umgebaut wurde, wachsen hier neue Bevölkerungseinheiten nur mit halber Geschwindigkeit. Und um den auszubauen, brauchen wir da 10 Bevölkerungseinheiten. Das heißt, es ist am Anfang eigentlich ganz sinnvoll, ein paar Leute rüberzuziehen. Star System charted. So, und hier machen wir einfach am besten direkt zu, damit wer auch immer das ist, wie gesagt, ich vermute, es sind die Wikinger, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. Das ist mir jetzt auch egal, dass hier Ressourcen rumliegen. Die brauchen wir noch nicht so dringend. Doch, Energie brauchen wir. Aber wir können ein paar Mineralien verkaufen. Construction complete. Und dann reicht das erstmal. Wir bräuchten auch auf jeden Fall eine 2. Legierungsgießerei. Aber wie gesagt, wir brauchen die Bevölkerung vorher. Viel Kraft aus kleinen Orten. Als wir die gefrorene Oberfläche des Planeten Tiom 4 untersuchten, sind wir wohl auf etwas Großes gestoßen. Wissenschaftsoffizier Fausta Ovidius spricht von einer einzigartigen bakteriellen Lebensform. Diese verbindet sich mit anderen Individuen zu großen Teppichen, die robust und trotzdem leicht sind und obendrein als Solarzellen fungieren.
Letztere absorbieren Sonnenenergie bei überraschend niedrigem Effizienzverlust. Wahrscheinlich ist dies ein evolutionärer Effekt, der jene bevorzugte, die dem Raumklima mehr Wärme erzeugen können. Herausfinden, ob man die Energieproduktion steigern kann oder versuchen, einen militärischen Verwendungszweck dafür zu finden. Wir brauchen Energie. Also mir ist lieber Energie als... Ich weiß nicht, was das sonst bringt. 5% mehr Waffenenergie oder so. Das kriegt man auch anderswoher. Verstärkte Solarkraft. 5% mehr Energiecredits von Jobs. Das ist gut. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner. Das ist immer gut. Wachstumsgeschwindigkeit kann man nicht genug haben. Anomaly found. War das ein Sternentor? Wo? Oh, sehr gut. Wir müssen zwar keins in unserem Gebiet haben, um die Technologie später erforschen zu können, aber wir können es ja später reaktivieren. Strategische Ressource, seltene Kristalle. Rare Kristalle, seltene Kristalle. Liebe Lines, ihr müsst euch mal einigen, welche Übersetzung ihr haben wollt. Was steht denn hier oben? Seltene Kristalle. Exotische Gase, flüchtige Teilchen. Alles klar. Wikinger! Erstkontakt mit Wikinger. Ich komme mit Grüßen von Chief Life. Oh, ich habe den Titel auch nicht geändert. Dem unumstrittenen Herrscher von Wikinger. Dem unumstrittenen Herrscher von Wikinger. Deshalb spiele ich das Spiel normalerweise nicht auf Deutsch. Respektiert unsere Grenzen und haltet euch aus unseren Angelegenheiten heraus. Dann werden unsere mächtigen Flotten vielleicht von einem Besuch eurer Welten absehen. Ihr werdet sehen, dass ihr unterlegen seid. Erstes Alien aufeinandertreffen. Naja, Alien ist jetzt... Das ist dezent rassistisch. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligentes Alienleben getroffen sind, wurde von unserer Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Dies bestätigte, was wir lange vermutet hatten. Wir sind nicht alleine in dieser Galaxie. Jede neue Alien-Spezies, auf die wir treffen, stellt meist gleichermaßen eine Chance und eine Bedrohung dar. Wir müssen auf der Hut sein. Diese besonderen Xenos verfügen über Technologien, die mit unseren verglichen werden können. Vermutlich haben wir etwa gleichzeitig das Raumfahrtzeitalter erreicht. Das ändert alles. Situation log updated. Oh, ja, wir müssen hier definitiv zumachen. Und sie haben die Grenzen geschlossen. Aber das ist mir ziemlich egal. Also, construction complete. Das System brauchen wir auf jeden Fall. Star system charted. Genau, schnapp es dir. Schnapp es dir, Tiger. Und das oder das halt, sonst haben wir ein Problem. Die haben auch einfach schon 2 Kolonien. Was ist denn bei denen los? Unser Rival... Augustus erhält die Eigenschaft drogensüchtig. Also über Kaiser Augustus ist ja viel überliefert, aber Drogen? Ich glaube nicht. Wir haben einige ziemlich beunruhigende Berichte über die sich verschlechternde Gesundheit von Kaiser Augustus erhalten. Sein abgemagertes Äußeres lässt es so aussehen, als ob er fast 20 Jahre gealtert ist. Die Last der Schönheit kann eine schwere Angelegenheit sein. Oh Mann. Wir strecken mal gerade auf Pause. Sie haben uns jetzt schon zu Rivalen erklärt. Alles klar, dann machen wir das Gleiche. Das gibt uns mehr Einfluss. Vasalisierung verlangen. Ja, werden wir definitiv. Also was ich mir als kleine Regel setzen möchte, ich werde möchte kein Volk integrieren, sondern halt, wenn als Tributpflichtige oder als Vasallenstaaten haben. Und, genau, wie sieht's aus? Ebenbürtig. Flottenstärke ist ebenbürtig, wirtschaftliche Macht ist ebenbürtig, Technologiestufe ist ebenbürtig. Alles klar. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht auf die Idee kommen, uns den Krieg zu erklären, weil darauf bin ich noch nicht vorbereitet. Was haben wir? Ein gigantisches Skelett. Das könnt ihr untersuchen. Und zwar erstmal vor allem anderen. Och nein. Jetzt haben die sich das auch noch geholt. Wir brauchen noch ein Konstruktionsschiff. Das dauert noch eine Weile hier. Star System charted. Also die müssen wir möglichst... Das ist nicht euer Ernst. Boah, die breitet sich schnell aus. Scheiße. Das ist dezent nicht so, wie ich es geplant habe. Ja, ich weiß, Energiecredits sind wenig, aber wir machen mal so und dann ist das schon wieder ganz anders. Das Problem ist, wir können dieses System nicht direkt holen, weil wir dazu mehr Einfluss brauchen. Und dazu brauchen wir so viel Einfluss, wie wir brauchen, um uns diese ganzen Systeme hier zu holen.
Das heißt, man will das eigentlich nur machen, wenn man dieses System unbedingt jetzt braucht. Spezialprojekt. Okay, das fügt hier Forschung hinzu. Technology secured. Produktion und Forschungsstationen. Alles klar. Was brauchen wir? Wir brauchen verbesserte Deflektoren. Definitiv bessere Kriegstechnik. Sonst wird das unter Umständen ein kurzes Spiel. Technology secured. Ingenieurforschung. Gauss-Geschütz. Das klingt sehr gut. Star System charted. So, wir haben leider nicht genug Legierungen, um groß auszubauen, aber die brauchen wir eigentlich. Dann ist es halt so. Dann kann man sich halt die eine Kolonie... Scheiße. Die holen sich das System gerade auch. Ihr macht euch jetzt schon total unbeliebt, Wikinger. Das ist keine gute Idee. Dann erkunde mal dieses System und dieses System.